Hello, Ladies and Gentlemen. Ein neuer Tag, ein neuer Run. Und ich sagte ja, heute machen wir einen Greedier Run. Beim letzten Mal haben wir, glaube ich, mit Samson einen Run zu Mother gemacht, ne? Wie wäre es, wenn wir Lazarus mal wieder versuchen? Keeper hat noch nie diesen Mode gespielt, hä? Apollyon haben wir, glaube ich, versucht, aber nicht geschafft. Bethany hat's auch. Einfach für die Vollständigkeit würde ich sagen, versuchen wir es mit Samson. Wow, guter Drop. Hat mir effektiv vielleicht 15 Münzen gespart. Die Schraube ist gut und die Dings auch. Kerze. Ich denke mal, ich werde die Kerze nehmen. Nochmal zusätzlich Health. Ziemlich guter Start. Guter Start. Ich darf nur da oben das Ding nachher nicht einsammeln. Denn sonst geht's verloren. Wir haben ein halbes Blackheart noch. Ich habe kein Problem damit, das zu verlieren. Ich würde es nur, wenn, dann gerne verlieren, wenn recht viele Gegner auf dem Screen sind. Dann lohnt sich das nämlich auch. Von mir aus auch ein Boss oder so. Die wären auch okay. Warum sind wir denn so schnell? Keine Ahnung. Na komm, schneller. Aha. Wir schaffen sogar, die Fliegen zu One-Hitten. Das ist immer gut. Ich habe natürlich ein bisschen was hier verschenkt, sind wir ehrlich, denn ich habe nur zweimal Damage kassiert, was an sich ja gar nicht verkehrt ist, nur wenn wir dadurch Stärke abbekommen, dann schadet es auch nicht, wenn wir ein bisschen mehr Health einbüßen. Ich überlege immer noch, was sinnvoller ist, den Dings mitzunehmen, die Kerze, naja gut. Ich wollte gerade sagen, das ist, das musste passieren. War da noch Red Health? Ne. Das reicht auch leider nicht ganz aus, aber okay. Die Schraube, ja. Wäre halt Tears ab, ne? Ist schon nicht schlecht. Ich denke, wir gehen auch heute wieder zu den Angel Deals. Und beim nächsten Run, den wir machen, mal wieder zu den Devil Deals. Das klingt nach einem Plan. Ich denke, wir werden die Kerze mitnehmen. Denn das sollte mich eigentlich ziemlich sicher und ziemlich easy durch die ersten Floors bringen. Am 15 und 7, ja. Klingt nach einem Plan, hm? Das ist eigentlich nicht gut, aber ich will jetzt auch nicht nein dazu sagen. Seht ihr, da habe ich mich schon erschrocken. Naja, was heißt, es ist nicht gut? Es ist natürlich schon gut. Es ist nur nicht gut, wegen der Übersichtlichkeit. Aber hey, wenn hier wirklich viele Gegner nachher mal auf dem Screen sind, wer weiß, das kann schon helfen. Gut. Down we go. Mit einem zusätzlichen Herzen. Prima. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, okay. Strength. Ziemlich gut. Auch einiges an Geld hier mitgespart. Okay. Ah, guck an. Da kriegen wir sogar nochmal gratis Health.
Oh. Ah, das wollte ich tatsächlich mal probieren. Das hatte ich tatsächlich vor, mal zu probieren. Bringt mir das denn so viel, ist die Frage. Ansichtssache. In einem normalen Run. Oh. Das ist Ansichtssache. Denn ich glaube, dass ich hiermit jedenfalls beim Kampf nachher gegen Greedia mehr von habe. Bei einem normalen Floor wäre ich jetzt definitiv mit diesem Dull Razor gegangen. Einfach weil ich es mal probieren wollte. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir dann nämlich jedes Mal ein Damage abkriegen. Jedenfalls so lange, bis wir unser Tier-Cap, Damage-Cap erreicht haben. Immer wenn wir das Ding verwenden. Ach. Dumm. Was habe ich denn da jetzt gemacht? Naja, nicht so wild. Hier darf ich ja Damage nehmen. Okay, letzte Wave. Prima. Ja, ich sag, für diese Ebene ist sowas natürlich ziemlich hilfreich. Also das heißt Ebene für die Momente wie diese, wo wir viele Gegner haben. Das ist nicht gut. Musste so passieren. Und das ist, was ich meinte mit, ich sehe es dann nicht. Was gehört zu mir, was nicht. Okay, ich muss mich erstmal um den hier kümmern. Das hilft ja nichts. So, jetzt ist der erstmal mit seinen hässlichen Fliegen weg. Und jetzt gucken wir mal, dass wir den auch noch kaputt kriegen. Ich hing fest. Wahnsinn. Das war keine gute Ebene. Nee, ganz und gar nicht. Aber gut. Egal. Kaufen möchte ich mir hiervon erstmal nichts. Hauptsächlich natürlich wegen dem zusätzlichen Health. Ich hänge komplett in der Ecke, okay. Wieso bist du so... okay, das war... Ich muss hier wirklich mehr aufpassen. Bei Damaging Aura oder Damage Up. Ich habe eigentlich genug Damage. Ich habe das Book of Belial auch nicht. Nee. Ach so, weil die Frage kam, warum ich die Statuen nicht kaputt mache. Hauptsächlich, weil ich es meistens vergesse. Wenn ich ehrlich bin. Aber vielleicht denke ich mal daran in Zukunft. Ich weiß nicht. Robo Baby. Speed up Tiers up, aber weniger Damage. Aber ich glaube ja. Okay, gibt's Health? Gibt es. Natürlich haben wir. Oh, Glass Eye ist natürlich okay. Würde ich hier probieren. Das ist eine Katastrophe. Glass Eye für zusätzlichen Damage und Luck. Hm? Ich denke ja.
Ich denke schon. Ich brauche dennoch Items, um mich zu schützen. Die Health-Down-Pelle war absolut nicht gut, wenn ich ehrlich bin. Habe ich auch nicht erwartet. Aber hey, wie oft erwartet man auch schon eine Damage-Down-Pille, ne? Ach, eine Health-Down-Pille, wollte ich sagen. Okay, hier müssen irgendwo Gegner sein. Denn sonst wären die Dudes schon weg. Also Gegner, die dafür verantwortlich sind, dass der Kram da noch zu sehen ist. Ich sehe wieder nichts. Alles weiß. Komplett zugemüllt hier alles. Nur eine Frage der Zeit, bis ich getroffen werde. Außer ich kriege diese Gesichter irgendwie weg. Ich weiß nicht, wo hier noch ein Gegner ist. Wow. Dein Ernst? Der spawnt in mir. Na gut, muss ich halt ein bisschen was an... Och nö. Katastrophe, ey. Das war nicht gut. Aber hilft nichts. Musste ich jetzt machen, sonst wäre ich definitiv gestorben. So gut ist das Glasei jetzt nicht. Es ist wieder ein Damage-Up, aber an den Damage komme ich ohnehin. Irgendwie. Also wichtiger sind defensive Items oder Health. Eden's Soul schon wieder. Könnte er... Nee. Also an sich natürlich ziemlich gut. Keine Frage. Aber ich möchte meine Kerze nicht aufgeben. Denn die könnte ich noch gebrauchen. Okay. Die Karte möchte ich natürlich auch noch bei mir... Ah, guck mal. Raw Liver ist natürlich ziemlich gut. Holen wir noch einmal Damage ab. Ein Schlüssel mit. Okay. Ah, das ist gut. Und das ist auch gut. Mysterious Paper. Ja, kann man mitnehmen. Wir haben ja kein Trinket aktuell, aber nicht notwendig. Okay. Gibt es Red Health? Ja, gibt es. Die Raw Liver werde ich definitiv auch noch holen. So, ich weiß nicht, wer auf meiner Seite ist und wer nicht, weil hier einfach alles rot ist. Keine Ahnung. Ich falle aber auch jedes Mal wieder drauf rein. Dann denke ich mir so, naja, ist zwar kein gutes Item, aber es ist ein Item. Nur um mich kurze Zeit später darüber zu ärgern. Ich bin ja selbst schuld. Wow. Ach so, mein Boneheart ist schon weg. Na gut, so häufig wie ich da gerade getroffen wurde, ist es auch kein Wunder. Wer sonst? Monstro, von mir aus. Zu
Beziehungsweise es ist ja sogar Monstro 2, glaube ich, ne? Ich sollte mir eine Mod suchen, die gegnerische Projektile anders einfärbt, wenn ich ehrlich bin. Wirklich, ich glaube, das wäre eine echt kluge Wahl. Ist das eine Full-Health-Pille? Nee. Ich nehme mir einen Schlüssel mit, denn es ist ja schon vorgekommen, dass wir in den Angel-Deal gegangen sind. Und dann sind da Schlüssel vonnöten, um an die Items zu kommen. Ich glaube, es war sogar gestern so. Mit dem Sacred Heart. Tja. Keine Ahnung, ob das klug war. Mal sehen. Ich hoffe's. Sheol. Okay. Hallowed Ground. Nein, das definitiv nicht. Okay. Pandoras Box würde hier ein Soul Heart geben. Sojamilk. Nee, ich glaube nicht. Na komm. Och komm. Ja, okay. Super. Ich möchte ja nur wissen, was es gibt. Parasite. Ja, den werden wir wahrscheinlich mitnehmen. Wenn wir soweit kommen. Ich habe wieder von irgendwas ein Damage bekommen und ich weiß nicht von was. Passiert. Also, was ich auf jeden Fall... What? Warum habe ich mich geheilt? Ich habe mich... Oder habe ich... Nee. Ach, keine Ahnung. Ich würde mir sogar überlegen, das Yamhart mitzunehmen. Wisst ihr das? Gut. Also, was ich wirklich gebrauchen könnte, wäre Health. Das ist somit am wichtigsten gerade. Weil das, oder eine Full-Health-Pille. Das wäre auch okay. Damage mache ich auf jeden Fall genug. Nur ich muss überleben können. Irgendwie. Nein, 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 nein. Nicht schon wieder. Tschüss. Das Geschenk kann ich mir nicht mehr leisten. Eigentlich ist es auch... Nee, ich hole mir auch den Schlüssel nicht mehr mit. Dreimal ihr. Das ist eigentlich okay. Sprach er, wurde direkt getroffen. Alter, was für ein Chaos hier. Ich werde nie wieder dieses Item mitnehmen, was rote Dinger explodieren lässt. Egal wie gut oder schlecht es ist. Nie wieder. Ne, kann ich nicht machen. Sacrificial Decker hätte ich gerne mitgenommen, aber nope. Kann ich nicht machen. Ja, Void. Toll. Okay, Moment. So.
Ah, das war anders gedacht, aber okay. In dieser Aura habe ich auch eine Chance, sämtlichen Damage zu negieren. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gesagt habe, aber ja, so ist es. Und da ist es weg. Pff. Fair. Weißt du, ich sag das immer wieder. Und ich glaube langsam, dass es einfach wie eine Ausrede klingt, aber es gibt einfach unfaire Räume. Boah, hätte ich Bomben. Hier sind so viele Leute, die ich in die Luft sprengen könnte. Die Chancen wären gigantisch hoch, dass ich da irgendwie was rausbekomme, aber... Naja. Ach, ich kann die ja mit der Kerze kaputt machen, fällt mir gerade ein. Aber ja, was. Na gut. Dann mache ich das auch. Seht ihr? Hätte ich jetzt eine Bombe dafür ausgegeben, hätte sich das trotzdem gelohnt. Es ist natürlich nicht immer so, aber in dem Fall hat es sich wirklich gelohnt. Zusätzliches Health. Nee. Also ich meine, oh, was ist denn das? Nicht gut. Ja, PhD kommt leider zu spät. Eine Full Health Pille wäre auch in Ordnung. Oder Shots. Na, ja, hier ist es auch genug. Speed und Damage up. Buddy in a friend. Dann hätte ich wenigstens conjoined. Okay. Na gut. Wenn ich ehrlich bin, fühle ich mich ein wenig underpowered. Aber auch nur, weil ich mir selbst nicht traue. Mal sehen. Ob oder ob nicht. Okay. Haben noch nur 5 Damage. Aber das wird noch steigen. Ah, klasse. Da hatte ich gerade mein Hallowed Ground und habe ihn direkt gekillt. Okay, ich wollte gerade sagen, wie habe ich denn das gerade unbeschadet überlebt? Aber habe ich nicht, keine Sorge. Mein Damage ist zu gering. Ich kriege diese Münzen, die er schießt, nicht so schnell kaputt. Was war das denn? Ah.
Wie viele Effekte sollen es sein? Ja. Woher kam denn der Feuerschuss? Oh, das war nicht gut. Aber hat geklappt. Dafür ist zum Beispiel Conjoined richtig hilfreich, ne? Wie ihr gesehen habt. Ich kann mich einfach querstellen. Oh, Glück gehabt. Mist, 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 Mist. Wow. Also wenn ihr gerade nicht wisst, was hier passiert, keine Sorge, ihr seid nicht allein. Aber das sieht gut aus. Hätte ich nicht gedacht. Vielleicht habe ich mich selbst ein wenig unterschätzt. Revenge Baby. Stem Cell. Wunderbar. Das heißt, eine weitere Completion Mark. Ich weiß nicht, warum ich immer noch spende. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich es so mag mit euch, weil ich noch Zeit füllen möchte. Wie habe ich mich denn da durchgefaced gerade? Okay. Alles klar, Leute. Sieht doch ganz ordentlich aus. Schaut mal. Wir müssen mit Blue Baby mal was machen. Ich denke, das machen wir beim nächsten Mal. Vielleicht gehe ich jetzt einfach von links nach rechts. Aber ich möchte es natürlich auch ein bisschen abwechslungsreich gestalten. Wisst ihr was? Vielleicht machen wir beim nächsten Mal nochmal einen Run zur Chest mit Lazarus. Warum nicht? Leute, ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.